Okay, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu Adagio Live, the place where classical music happens. Ich bin Michael Rudolfsson vom Klangforum Wien. Das ist ein in Österreich ansässiges Ensemble für zeitgenössische Musik. Und ich habe heute mit mir eine Koryphäe, Helmut Lachenmann. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Ja, ich freue mich auch, dass wir uns wiedersehen. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Gut. Wir repräsentieren unterschiedliche Generationen, kann man sagen. Ich bin in diese zeitgenössische Musik hineingeboren und du warst dabei, als die Grundlage erschaffen wurde. Ich bin das letzte Fossil der Darmstädter ersten Anstrengungen, den Musikbegriff mal neu zu definieren. Ja, wie war es damals? Ich brenne vor Neugierde, weil, wie gesagt, als ich auf die Welt kam, da gab es das Klangforum schon und ich glaube, Sie sind auch ungefähr 50 Jahre älter als ich. Also, willst du ein bisschen erzählen von Darmstadt damals? Was ein Gefühl des Aufbruchs oder war das provozierend? War das gut? Ja, ich erzähle gern, aber ich muss aufpassen. Das ist natürlich eine Geschichte, die kann man nicht im Telegram-Stil erklären. Also, ich sage das mal auf meine Weise. Ich war 1943, war ich 7 Jahre alt. Und damals war die Geschichte von Stalingrad, das müsst ihr eigentlich alle wissen, die Katastrophe, oder vielmehr, da war es für uns klar, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war für die Nazis. Und damals saß ich mit meinen Eltern vor dem Volksempfänger und ich hörte die Stimme von unserem Propagandaminister Goebbels, der sagte, die Angehörigen dieser jungen Menschen, die ihr Leben gegeben haben, sollen stolz und glücklich sein, für welche große Idee sie gekämpft haben. Und danach kam die 5. Sinfonie von Beethoven. Und die Musik als Geiselnahme, oder? Ja, ich mit meinen 7 Jahren, ich war so erschüttert von diesem Werk, ich wollte sterben für den Führer. Meine Eltern konnten mir nicht sagen, wie sie das hassten, aber mit 7 Jahren hätte ich das in der Schule gleich wieder ausgeplaudert. Jedenfalls nach dem Krieg haben viele junge Komponisten versucht, diesen Musikbegriff, den man ja auch missbrauchen kann, der auch noch heute missbraucht wird, rein aus demagogischen Absichten, obwohl diese Musik alles andere als demagogisch ist. Also die 5. Sinfonie ist ein heiteres Stück und die 9. ist ein glückliches Stück, aber die sind alle nicht zum das Gehirn lähmen, sondern um das Gehirn zu öffnen. Und da haben die versucht, mit dem Musikbegriff ganz neu angefangen. Die haben sich bezogen auf Anton Webern und haben angefangen, nicht mehr mit Melodie, Harmonie, Rhythmus umzugehen, sondern sie sprachen von den sogenannten Parametern. Also ein Ton hat eine Tonhöhe, eine Tondauer, eine Klangfarbe und eine Lautstärke. Und natürlich die ersten, die das gemacht haben, zum Teil kennt man die nicht mehr, aber der prominenteste war natürlich Karl-Heinz Stockhausen. Aus Paris war Pierre Boulez dabei, Luigi Nono aus Italien. Und ich kam 1957 nach Darmstadt und ich war total schockiert. Ich dachte, ich bin auf einem anderen Planeten. Die reden so komisch, alle über Musik. Reden über Struktur und über Dichte und über all diese Geschichten. Und ich habe gemerkt, da gibt es noch irgendwie einen anderen Planeten, den muss ich kennenlernen. Und damals hießen dann auch die Stücke, die hießen nicht mehr Träumerei oder so was, sondern die hießen Zeitmaße oder die hießen Kontakte oder sie hießen Struktur. Immer Plurale. Das heißt, die Komponisten haben gesagt, für mich ist jetzt die Musik geordnet oder kontrolliert aus dem Aspekt der Zeitmaße oder der Kontrapunkte, hieß auch ein Stück, oder und so weiter. Also Gruppen, immer mehr Zahlen. Auch Nono nannte es natürlich in Contri. Das heißt, ein Stück stand eben dann so nicht mehr in C-Dur, sondern hatte eben das als Zentrum. Und ich bin eine Generation später. Also ich habe dort Luigi Nono kennengelernt,
Das war der Einzige, der eigentlich noch sowas wie Ausdruck in der Musik zugelassen hat. Und zwar auf eine unheimlich tolle Weise. Also von Nono gab es damals Stücke wie Il Canto Sospeso. Das ist ein Werk auf die letzten Briefe von hingerichteten Widerstandskämpfern. Also eines dieser Stücke hieß Addio Mamma. Tua figlia Lupka se ne va nella terra umida. Ciao Mama, ich gehe in die feuchte Erde. Und er hat aber nicht einfach nur eine schöne Melodie geschrieben, er hat das Ding total, wenn man so will, pulverisiert. Und das A und das M von Mama, A, M, wurde jetzt eine Art Klangfarbe, zusammen mit Flöte, zusammen mit, die auch mit dem Atem betrieb und so weiter. Also diese Art von ganz anderem Denken. Der Begriff hieß Material, den hat kein Mensch benutzt. Also ich kenne das Wort Material auch bei Schönberg nicht. Jeder Komponist hat versucht, den Materialbegriff von Musik auf neue Weise zu buchstabieren in seiner Musik. Und in diesem Umfeld hast du angefangen zu komponieren. Wie hast du da, bist du zu deiner eigenen Stimme gekommen? Oder wie hast du deine eigene Stimme Michael, als ich angefangen habe, bevor ich nach Darmstadt kam, habe ich in Stuttgart studiert bei einem bedeutenden Kontrapunktiker, übrigens einem Österreicher, der Johann Nepomuk David. Und das war halt noch die alte Schule mit Kontrapunkt und so weiter und Sinfonie und ich selber war dann vor allem beeindruckt später von Bartok und von Messiaen und die letzten Stücke. Es gibt ja ein Stück, was noch heute gespielt wird, das heißt 5 Variationen über ein Thema von Schubert. Da mischt sich alles, da ist ein bisschen Stravinsky, ein bisschen sogar ein bisschen Rachmaninow drin. Alles, was so mich damals erfreut hat. Aber dann natürlich habe ich jetzt mal aufgehört. Ich habe bei Nono 2 Jahre studiert, von 58 bis 60. Und da habe ich im Grunde mehr oder weniger punktuelle Studien gemacht. Und er hat mir gesagt, der Begriff Melodie muss weg. 2 Töne hintereinander, das ist schon ein melodisches Element. Er sagte auf seine schlechte italienisch-deutsche Ausdrucksweise, das ist ein melodisch Zellula, eine melodische Zelle. Und das ist bürgerliches Relikt, muss raus. Und ich war total verzweifelt, was soll ich denn noch machen? Also wenn ich nicht mal 2 Töne nebeneinander fürs gleiche Instrument schreiben kann. Und ich habe dann versucht, also die beste Schule bei Nono war die, dass er versucht hat, mich fertig zu machen. Also eines Morgens hat er zu seiner Frau, der Nuria, die ja jetzt in Wien die Direktorin vom Schönberg-Institut ist, die hat mir erzählt, er sagt, heute kommt der Helmut, oggi lo distrucco, heute zerstöre ich ihn. Ich musste natürlich entscheiden, ob ich Komponist werden will, der so fertig gemacht wird, und dann habe ich mich einfach gewehrt. Und das war die beste Schule. Also ein Komponist muss seinen Lehrer umbringen. Und dann liebt er ihn hinterher umso mehr, weil er ihm wirklich sehr viel verdankt. Und du bist 2 Jahre bei ihm geblieben, oder? Bis 1960. 58 bis 60, und das ist eine andere Geschichte. Es gibt ein Buch über unseren Kontakt und über unsere unglaublichen Konflikte. Er war ja Kommunist und ich kam aus einem evangelischen Pfarrhaus. Ja? Also das passte schlecht zusammen. Das war interessant, auch für mich. Ich habe endlich mal eine andere Denkweise kennengelernt und da gab es viele Konflikte. Also wir haben einmal, 12 Jahre lang nicht mehr miteinander gesprochen. Nach einem wahnsinnigen Zusammenstoß in München, bei Musica Viva. Also das ist eine andere Geschichte. Aber nochmal, ich bin eine andere Generation als diese Stockhausen, Boulez. Ich habe nicht, meine Stücke hießen nicht Zeitmaße. Meine Stücke hießen zum Beispiel Pression. Das heißt, jetzt kommen wir zu deinem Punkt mit den Geräuschen. Ich musste meine eigene Sprache finden. Ich wäre sonst ein kleiner Mini-Nono geworden, wenn ich ihm gehorcht hätte. Also habe ich gesagt, ich muss den Klang anders definieren, nicht durch Tonö, sondern durch Energie. Also wenn ich als Kind bin ich am liebsten bei der großen, wenn ich so eine Band auf der Straße, die da ihre Polkas und Märsche gespielt hat, da habe ich mich am liebsten zur großen Trommel gestellt. Da konnte ich sie im Magen spüren, wie das klingt, ja.
Die Flöte oder eine Klarinette war auch schön, aber das war nicht so aufregend. Aber warum denkst du, dass ich die Posaune gewählt habe? Das ist genau der gleiche Grund, diese Klangwelle, die durch den Körper strömt, oder? Natürlich. Posaune hat eine andere Art von Moment, von, es klingt ein bisschen übertrieben, von Gewaltanwendung, von Intensität, als in eine Flöte reinzublasen. Und ich habe inzwischen die ganze Symphonik von der Klassik, das kann man schon bei Beethoven erleben. Aber ich meine, deutlicher ist es noch bei Komponisten wie Bruckner. Da ist der Blechapparat im Orchester wie eine Lunge manchmal, die großmächtig aus- und einatmet. Oder es gibt da die Instrumentationslehre von Richard Strauss und der erwähnt Hector Berlioz, der Schluss von der Ouvertüre zu King Lear. Er sagt, diese Pizzicato. Das ist wie wenn im Kopf des Königs eine Ader geplatzt wäre. Das ist ein schönes Bild. Ja, wunderbar. Also jedenfalls diese Art von, dass man die Energie spürt. Das heißt, ein Instrument wird vielleicht mal kurz gequält, es wird aber auch liebkost. Und wenn ich mit einem Cello einen Ton spiele, ist es mir nicht so wichtig, ob das ein Cis oder ein Cess ist oder ein was immer. Sondern da wird mit einem Bogen, also das ist, was ist das, Pferdehaar oder was, wird eine Darmseite entweder sanft gestrichen oder sie wird geschlagen oder sie wird gepresst. Und wenn ich ein Flageolett höre, dann ist der Klang wunderbar viel voller, als wenn ich das mit einem normalen Ton spiele. Oder wenn ich am Steg spiele, dann höre ich, wie da die ganzen Obertöne dazwischen kreischen. Und wenn ich hinterm Steg den Bogen mit der Faust aufpresse und das ist so wunderbar. Und natürlich, man kann das auch gut oder schlecht machen. Das haben die Orchestermusiker erst spät begriffen, dass ich, wenn ich am Steg presse, dann quietscht es. Wenn ich am Seitenhalter oben presse, dann rappelt es, dann rattert es. Jedenfalls alle diese Sachen. Und meine Stücke hießen dann Pression, also Druck. Anderes Stück hieß Thema. Das ist die Umstellung von Atem, also einfach, ich habe das A hinten hingestellt, oder hießen Air, A-I-R, Luft und so weiter. Darf ich was fragen, Helmut? Du hast ja gerade davon gesprochen, dass bei Nono die Melodie verpönt war. Ja, Melodien durften nicht sein. Der hat irgendwie, das war für ihn wie ein Mittel, um eine andere Sprache zu finden. Es war ganz klar, der war auch traumatisiert. Mensch, ein Italiener ohne Melodie, stell dir das mal vor. Ja, aber hat der von Schönheit gesprochen? Von Gab Schönheit? Es Schönheit? Durfte das sein? Ja, aber nur beim Frühstück, nicht beim Komponieren. Und wie ist das Schönheit? Bei dir gewesen und wie ist es bei dir jetzt? Das ist dieses Thema. Ich habe einmal in der Zeit der Studentenbewegung, also das war in den 68er, 70er Jahren, weil das Feuilleton und all diese Herren, die benutzen den Begriff Schönheit, die meinen aber nur einen gastronomischen Begriff. So, also wunderbar, geht wunderbar runter. Leckerbissen. Musik muss ein Leckerbissen. Jedenfalls diese Art von Schönheit als verdaulich, ja. Dem habe ich gesagt, Schönheit ist die Verweigerung von Gewohnheit. Und damit wurde ich natürlich, habe ich mir selber geschadet auf eine gewisse Weise. Ja, der Lachenmann, der hasst die Schönheit als Genuss, der will Schönheit als Quälerei und so weiter. Das stimmt natürlich überhaupt so nicht. Ich habe einfach nur antworten wollen, weil die Komponisten, eben Stockhausen, Boulez, die haben gesagt, der Begriff Schönheit interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache etwas, was in sich total konsequent und rein und lebendig ist. Das sind alles viel wichtigere Begriffe. Und was neu ist, jedenfalls über den Horizont, den wir bisher hatten, hinausgeht. Und dort, was dort passiert, das lässt uns nicht gleichgültig. Das bewegt uns. Und das, vielleicht es irritiert uns. Natürlich, wir leben ja in einer, wie ich manchmal sage, Spaß- und Spießgesellschaft. Die klammert sich an ihre Gewohnheiten und will nicht aus dem Gefängnis ihrer Gewohnheiten raus. Und dann kommt eine Komponist, Musik wie die von Stockhausen und die Leute,
sogar in Donaueschingen, wo man eigentlich neue Musik zum Thema hatte. Da haben die Leute Buh geschrien und haben gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Wenn das jetzt schön sein soll, dann ist der Konzertsaal nicht mehr meine Zuflucht. Eben nicht, der Konzertsaal ist nicht ein Ort dazu. Der Konzertsaal wird ein Saal des Abenteuers. Und die Leute, die gehen da, du kannst ja heute Abenteuer kaufen, ja, also die Leute, die bezahlen in der Schweiz, in Bern, an der Aare, da war ich schon mal, bezahlen 500 Schweizer Franken, um Bungee-Jumping zu machen. Dann haben sie hinterher, da springen sie von 200 Meter ins Freie und kommen gerade so 2 Zentimeter über dem Erdboden noch gerade lebendig an. Und dann haben sie ein neues, oder die machen Wildwasserfahrten oder gehen in die Wüste. Du hast ein touristisches Angebot von Abenteuer. Und im Konzertsaal, da hocken sie in der warmen Badewanne und da kann dann mal frisches Wasser nicht schaden. Jedenfalls, bisschen kaltes Wasser ist auch gut, oder? Wie? Ein bisschen kaltes Wasser ist auch mal gut. Ja, ach Mensch, du, ich mache sowieso jeden Morgen mit Genuss meine kalte Dusche. Da wachen alle Lebensgeister auf, ja. Das ich auch. Ich mache das genauso. Und ich habe ja unser Gespräch, habe ich ja genannt, das Abenteuer des Zuhörens. Das war mir wichtig, dass ich auch zwischen dem Hören und dem Zuhören unterscheide, ja, weil das ist ja was anderes. Und das habe ich halt unter anderem durch deine Musik und durch neue Musik überhaupt gelernt. Der Unterschied einfach, sich so belauschen zu lassen oder wirklich zuzuhören und hinzuhören. Okay, du, das ist interessant, Michael, weil ich gehe genau andersrum mit dem Begriff um als du. Erzähl's mir. Ich sage, schau mal, im Moment hörst du mir zu, was ich sage, weil du auch Deutsch sprichst und dadurch kannst du mir zuhören. Mhm. Aber wenn ich wirklich so spreche, dann fängst du an zu hören. Das heißt, dann fängst du nicht mehr an, ach, was der sagt, sondern da schaust du plötzlich, das Ding, was hat der Kerl? Der spinnt wohl. Oder da fängst du an, auf Tonhöhen zu hören oder auf meine gepresste Stimme zu hören. Also ich benutze den Begriff genau umgekehrt. Aus den Zuhörern sollen Hörer werden. Aber das okay. Aber verstehst du, ich muss aufpassen, weil andere denken, die meinen es gut und sagen, nein, wir sollen nicht bloß hören, wir sollen zuhören. Ja, wir sollen hören. Weißt du, ich habe andere Begriffe. Hören ist sehr wichtig, ganz klar. Wollen wir jetzt einen Bogen schlagen zu dem Stück, bei dem wir uns kennengelernt haben, zu den 2 Gefühlen? Ja, apropos Hören. Da musst du hören. Und zwar, nur weißt du, ich genau, auch bei 2 Gefühlen. Für mich ist ein Begriff jetzt inzwischen, also anders sagen, wahrnehmen. Ja? Also wahrnehmen, du sprichst mit mir und während des merkst du, dass bei mir oben an der Stirne irgendwie eine tote Fliege klebt oder so. Ja? Das ist eine Wahrnehmung, die man nebenher beobachtet. Aber beobachten. Setz dich mal hin zu der 5. Sinfonie von Beethoven und beobachte, was da passiert. Dann sagst du nicht mehr, das gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern da bist du plötzlich total gespannt auf Dinge, die geschehen. Und beim Beobachten beobachtest du nämlich auch dich selber. Und wenn diese ganze sogenannte neue Musik, wo die Leute im Radio abschalten, wenn es kommt, wenn die mal mit den Ohren beobachten oder im Konzertsaal beobachten würden, dann würden sie nicht sagen, gut oder schlecht. Das ist wie ein Irrenarzt. Wenn der seine Irren besucht, also die Geistesgestörten besucht und die machen irgendwie sowas, dann lacht er nicht, sondern er beobachtet. Das ist eine ganz tolle Form von, und nachher bist du nicht überwältigt, aber du bist unter Umständen begeistert. Und ich unterscheide zwischen da überwältigend, das hat der Goebbels mit seiner 5. Sinfonie geschafft bei mir, weil ich halt nichts anderes vorher kannte. Und die ganze deutsche, das ganze deutsche Volk wurde ja permanent mit Musik. Ich habe auch beim Tod Hitlers Trauermarsch von Siegfried aus der Götterdämmerung gehört. Also es wurde permanent benutzt, um die Leute gleichzuschalten und um ihre Wehrkraft zu verstärken, zu einem Wahnsinn. Ja. Aber jetzt eben das Gegenteil.
hinein in die Struktur hören von Musik. Und meine zwei Gefühle, die leiten im Grund dazu ein. Und ich habe ja auch nicht mal den Text der zwei Gefühle, der ist von Leonardo da Vinci. Und ich glaube, das war einer der ersten, er war nicht, der damals in dieser Zeit, wo die Kirche alles unter ihrer Terror hatte. Also da wurde der, da gab es ja kein Ich, da wurde man verwaltet, man war ein Teil im Körper der Kirche und wehe, wenn du mal was Eigenes gedacht hast, dann war es gefährlich. Ja? Also da wurden die Leute verbrannt als Ketzer oder wie auch immer. Und da gab es Leute, die haben angefangen, die Natur zu beobachten. Die haben gemerkt, ich habe ja eine Antenne für das, was in der Natur geschieht. Und der Text von Leonardo ist eine Beschreibung der Eruptionen in Süditalien. Also Etna. Stromboli, oder? Etna, Stromboli. Also die Vulkane, wie die aus... Und er vergleicht diese Energien, die aus der Erde heraus explodieren, mit seiner eigenen Unruhe. Also er sagt, so donnernd brüllt nicht das stürmische Meer oder der Ätna oder Stromboli, wenn die, ich habe jetzt den Text nicht genau auswendig, aber diese Art von Sprechen, er sagt eben nicht, er vergleicht im Grunde, er sagt da irgendeinen zweiten Teil, sagt er, ich irre umher, getrieben von meiner brennenden Begierde, das große Durcheinander wahrzunehmen, das die sinnreiche Natur hervorgebracht hat. Er beobachtet die Natur als ein Durcheinander, welches die sinnreiche Natur hervorgebracht hat. Und hinterher kommt dann plötzlich beschreibt er eine Wanderung, und zwar das muss in den ganz oben in den Klippen am Mittelmeer sein, also in Sizilien, am Ätna vermutlich. Also er wandert, bis er geht durch die, doch ich wand mich eine Weile durch die schattigen Klippen hindurch, bis ich zum Eingang einer großen Höhle gelangte, vor der ich im Gefühl der Unwissenheit eine Weile verharrte, und er versucht, in die Höhle hineinzublicken, und die Höhle ist so finster, dass er nichts sehen kann. Er will, und während er davor schaut, erwachen in ihm zwei Gefühle. Furcht und Verlangen. Furcht vor der Dunkelheit in dieser Höhle und Verlangen, mit eigenen Augen zu sehen, was darin an Wunderbarem sein möchte. Das ist ganz klar, das ist der Tod, also auf den wir alle zugehen. Du genauso wie ich, du kannst früher dran sein als ich. Und wir haben zugleich Angst vielleicht und wir haben die Neugier, was darin an Wunderbarem sein möchte. Dieser Text, der also mit der Natur und der Versuch, eben seine Vergänglichkeit zu erkennen und dabei zugleich umso intensiver zu leben und das Leben eigentlich zu genießen, zu beobachten. Jedenfalls diese Art von Intensität hat mich damals, ich kannte diesen Text schon ewig, also schon bevor ich das geschrieben habe. Und ich habe das ja eigentlich ursprünglich für das Ensemble Modern ohne Auftrag, so einfach nur mal, weil denen verdanke ich unendlich viel. Die haben ja mein Moment damals 100 Mal gespielt und so weiter. Also jedenfalls. Aber ich war in dieser Zeit, als ich darauf kam, beschäftigt mit meiner Oper. Und die Oper ist nach dem Text von Hans Christian Andersen, seine Mädchen mit den Schwefelhölzern. Und die Vulkane, und auch, da ist ja, wo der Schwefel herkommt, sozusagen. Und dann habe ich einfach, weil dieses kleine Mädchen, das ja soll Streichhölzer verkaufen, in Kopenhagen in der Neujahrsnacht, und überall feiern die Neujahr, man riecht aus den Fenstern den Braten und wie es da wunderbar ist, und sie irrt allein mit nackten Füßen, weil ihre Pantoffeln oder ihre Schuhe sind irgendwie von Jungs weggenommen worden. Ich kann es nicht jetzt genau beschreiben. Jedenfalls, sie
zünde die Streichhölzer für sich selbst an. Und da habe ich eben unter diesen Dingen, die das Mädchen, die Halluzination, die das Mädchen erlebt, das heißt Wärme, dann einen schönen Kaufladen. Und dann habe ich irgendwann diese zwei Gefühle reingesetzt, weil das Mädchen will nicht nur Wärme, es will Liebe, also die Großmutter, die sie nachher auf den Arm nimmt. Das, was ich, die Überschrift von diesem Text bei Leonardo heißt Suche nach Erkenntnis. Sie will wissen, was, wo sie hinlebt, also wie wir alle, ja. Dadurch habe ich diesen Text, der also eigentlich in der Hitze von der heißesten Landschaft, die es gibt, mittendrin ins eiskalte Kopenhagen hineingesetzt. Aber das Stück kann im Grunde für sich selber allein stehen. Und so haben wir es ja damals in München gespielt. Das kann ich gut nachvollziehen, diese skandinavischen Nächte, ja, Winternächte. Das weiß ich ganz genau, wie sich das anfühlt. Und ich denke, auch für Sie sind diese Schwefelhölzer viel mehr wert als für die Kunden, die Sie vielleicht gekauft hätten, oder? Also für Sie ist das die Riesensensation, wenn Sie die Schwefelhölzer selber anzünden darf, oder sie tut ja, sich aber weißt die du, Freiheit. Michael, das hat alles mit Energie zu tun. Also in dem Moment, wo in dieser Oper das Mädchen ein Streichholz anzündet, also wir sagen ja alle, Reibung erzeugt Wärme. Ja, also da gibt es dann diesen, das gibt in dem Stück zwei Gefühle, das ich allein nicht, aber da gibt es diese japanische Rin. Das sind diese, wie so kleine Sektkübelchen, die man am Rand reibt, so wie wir, ach in jedem, wenn wir in einem Restaurant sitzen und nehmen das Weinglas und reiben da oben rum, dann kommt ein wunderbarer Klang, ja, das ist die Wärme, sozusagen. Reibung erzeugt Wärme. Also das sind wieder Dinge, die man musikalisch erlebt. Das heißt, die Geschichte ist für mich eher ein Vorwand, wieder Musik zu machen. Wollen wir uns, bevor wir jetzt abschließen, weil wir haben nicht ganz so viel Zeit, ich könnte den ganzen Tag mit dir sprechen. Ich finde es so wunderbar, zuzuhören oder zu hören, was du zu sagen hast. Das ist wirklich sagenhaft. Aber ich wollte einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wo du bist quasi für mich ein bisschen ein Brückenbauer von der Darmstädter Schule, von der Nachkriegszeit in eine Zukunft, wo ich gerade jetzt anfange. Wo siehst du das Schiff? Wo fahren wir hin? Magst du mir ein paar Gedanken dazu teilen? Woher soll ich das wissen, Mensch? Also, wenn der eine in einem Schiff sitzt, woher soll er wissen, wo die anderen Schiffe hinfahren? Oder ist die Ungewissheit das Schöne dran, dass wir es nicht wissen können? Ich mache mir große Sorgen. Wir leben ja in good old Europe. Wir sind alle noch geprägt von der wunderbaren Tradition, aus der wir kommen. Also im Grunde ist heute, wir hören die Musik von Beethoven und Mozart und von Bach. Und ich bin so glücklich damit. Inzwischen ist das alles gleichzeitig zum Teil von dem, was wir Entertainment nennen, geworden. Also wenn ich morgens an Ostern oder beim Frühstück sitze und ich höre die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach und ich löffle gleichzeitig mein Frühstücksei, dann ist das Unterhaltungsmusik. Und die Unterhaltungsmusik ist natürlich kommerziell viel interessanter. Und wir mit unserer komischen Musik, mit den zwei Gefühlen oder mit den Struktur oder mit den Kontrapunkten, wir werden niemals ein Stadion füllen, wie das Helene Fischer oder wie heißen die, oder Dieter Bohlen oder Michael Jackson machen kann. Wir müssen mal endlich erkennen, die Unterscheidung von U- und E-Musik, die Musiker in der Sitzung von der GEMA, das ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte, die sagen, die U-Komponisten, die Unterhaltungskomponisten, das ist ein schreckliches Etikett. Ich würde mich da auch nicht drunter lassen. Aber wir nennen die E-Musik, die ernste Musik, ist noch ein dümmeres Etikett. Also, aber der Unterschied ist da, den muss man mal erkennen. Also, das sind zwei verschiedene Baustellen. Ich würde mich nie vergleichen. Aber die sagen zu uns, zu einem, also zu den Komponisten der E-Musik, sagen dann, wir sind genauso Kunstschaffende wie ihr. Der Unterschied, wir sind beliebt und ihr seid verhasst. Aber das ist dummes Zeug.
Wie gesagt, es gibt die Musik, bei der ich glücklich bin und die ich auch. Es gibt geistvolle Unterhaltungsmusik. Und ich habe hatte riesen Respekt vor den Musikern von James Last oder von Kurt Edelhagen. Die sind so perfekt, die können sich gar nicht leisten, so schlampig zu spielen wie die Symphonieorchester, wenn sie neue Musik spielen sollen. Also wie, inzwischen ist das auch viel besser geworden. Aber zu meiner Zeit, da habe ich immer nur die Allergie der Musiker gehört, aber nicht das Stück, was sie da spielten. Die haben so richtig gezeigt, wie sie das hassen, was sie machen müssen. Und diesen Unterschied, aber das eine ist, da sitze ich hin und ich schaue hinein in die Anatomie dieser Klänge und ich spüre in diesen Klängen die kreative Energie, in der einer mal versucht, den Horizont zu öffnen. Das sind alles Dinge, an denen ist die sogenannte Unterhaltungsmusik mit aller ihrer wunderbaren Brillanz und Virtuosität im besten Fall überhaupt nicht interessiert. Das muss ja funktionieren, das muss ja eine magische Kraft auf die Zuhörer haben. Also schau doch mal in dem Stadion. Ich war auch schon gelegentlich mal dort drin. Ja. Die hören doch gar nicht zu. Die schwingen mit den Armen hin und her und die sind einfach miteinander begeistert. Glücklich sind die. Das ist eine ganz andere Form von Rezeption, wie man das so schön auf Deutsch sagt, als zu sitzen und eine Webern-Bagatelle zu erleben, in der plötzlich der ganze ästhetische Horizont noch einmal ein Stück weit geöffnet wurde. Und ein Mikrokosmos, oder? Man muss nicht im Großen suchen, sondern es gibt auch das wirklich vielleicht Schönste im Kleinen, oder? Zwischen zwei Tönen, oder? Ja. Eine Spannung. Ja, natürlich. Ja? Genau das. Deshalb glaube ich, für die sogenannte... Also Mensch, ich werde mich hüten, über die Zukunft was zu sagen. Aber im Moment dominiert der kommerzielle Aspekt. Ich glaube, das war früher auch so. Mensch, wer hat denn früher die Beethoven-Symphonien gehört? Das waren die Aristokraten und ein paar gebildete Bürger. Aber Wien hat sich doch nicht um diese Symphonien lang... Wien bestand damals aus vielleicht 20.000 Einwohnern oder 30.000. Aber das waren vielleicht 200 Zuhörer, die dabei waren. Also das ist immer eine Minderheit. Aber und wird wahrscheinlich immer so bleiben, aber... Ja, zum Glück. Zum Glück, mit Gottes Willen, stell dir vor. Also Schiller sagt, die Mehrheit ist der Unsinn. Und ich habe gerade seit Krisendiskussion im Zusammenhang mit der Corona-Geschichte über die Demokratie. Schaut dir mal die Demokratie in den Vereinigten Staaten an. Die Demokratie erlaubt Demagogie. Kein Problem. Du kannst die Leute total beschimpfen und verdächtigen, wie du willst. Das geschieht ja auch unglaublich. Ja. Und das andere ist Verblödung. In Facebook, was da alles für ein Scheiß geredet wird und dummes Zeug. Auch im Grunde ist Demagogie und Verblödung fast das Gleiche, von verschiedenen Perspektiven aus. Und die beiden, die sind der Tod von, auch Tod von Kunst. Denn Kunst appelliert an unsere Fähigkeit, fühlen und denken, dasselbe ist dasselbe sozusagen. Das kann man nicht mehr so mit einer Kalkmauer voneinander trennen. Wenn ich ergriffen werde von einem Werk, fange ich an, plötzlich neu zu denken. Und jeder neue Gedanke ist ja etwas, der mich auch emotional beschäftigt. Jedenfalls diesen Unterschied. Und im Moment sehe ich das, also ich habe viele Freunde, ich habe ja auch mal in der Harvard University unterrichtet. Keine Chance. Und als es jetzt um die Unterstützung der freiberuflichen Musiker ging, oder nicht nur überhaupt der freiberuflichen Künstler ging. Also ich schweife jetzt ab. In Deutschland hat die Regierung 60 Milliarden freigestellt, um den kaputten oder den bedrohten Unternehmen und Betrieben zu helfen. Für die Kultur null, nix. Die wurden in die Arbeitslosenkasse geschoben. Hartz IV. Und inzwischen gab es derartigen Protest gegen diese wir sind doch eine Kulturnation, dachte ich immer. Nee, das ist nur Luxus, was wir machen. Infolgedessen, und jetzt gibt es Komponisten, die sind auch schon leider, wie ich finde, infiziert von diesem Denken.
Und sie sagen, okay, wir müssen halt unterhalten, aber wir müssen auf das Publikum zugehen. Ja, zurück zu der Musik. Und ich finde auch Kunst als Kern der Gesellschaft, das ist ganz wichtig für mich. Und ich bin ein junger Mensch und ich sage das immer gerne und immer laut. Und unsere Zeit ist leider aus. Und ich bin so froh, mit dir gesprochen zu haben und ein paar von deinen Gedanken gefolgt zu haben. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind genauso froh. Ich bin mir sicher. Helmut, ich mache jetzt kurz einen Hinweis auch. Es gibt eine wunderbare Aufnahme von dem Klangforum Wien, von den zwei Gefühlen. Das gibt es bei Edagio zu hören. Ich möchte auch natürlich im Namen aller meiner Kolleginnen und Kollegen. Noch einmal? Bin ich der Sprecher oder nicht? Ja, natürlich bist du es. Ja. Ja, es gibt auch besser. Mit Helmut Lachenmann und dem Klangforum Wien und Hans Zander. Und das kann man bei Edagio hören. Jeden Sonntag um 18 Uhr gibt es wieder ein Gespräch mit einer Komponistin oder einem Komponisten. Und nächste Woche spricht meine Kollegin Lorelei Dowling mit Olga Neuwirth. Da freuen wir uns auf das Gespräch. Helmut Lachenmann, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir. Und ich hoffe, wir haben privat mal Gelegenheit, noch weiter und noch ausführlicher zu sprechen. Ja. Ich sauge deine Worte und vor allem diese Begeisterung und die Sinnlichkeit, die man in deiner Musik auch sehr gut hören kann. Und dir alles Gute, du bist ein super Musiker. Das weiß nur aus, habe ich aus München mal so richtig gekriegt. Ich durfte da den Wind verkörpern. Ja, das war schön. Und dann hat Helmut was gesagt, woran ich mich immer erinnern werde. Er hat gesagt, ich bin eigentlich ein sehr rhythmischer Komponist und das muss alles genauso sein, wie ich schreibe. Aber dieser Wind, der muss wirklich Wind sein. Ja, da ist es nicht ganz so wichtig. Da hast du mir Freiheit gelassen bei dem Wind. Das fand ich schön. Zwischendurch geht es auch. Okay. Tschüss. Alles Liebe. Also, alles Gute und vielen, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank allen. Ciao. Gute Erik und dem Alexei. Ciao. Danke sehr.